Das ist nicht dein Ernst! Uah. Nein, 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 oh! Boah, die haben sich gegenseitig fertig gemacht, das ist cool. Was ist das? Was ist das für ein krankes Level? Hey, na ihr? Willkommen zurück zu Super Mario Quattro Jugadores und der Hello Mario Engine. Ja, das ist der Modus, der so heißt. Und hier wird quasi jegliche Mechanik des Spiels ausgetestet. Und wir sehen, teilweise sind die Level etwas durcheinander gewirbelt, aber das ist halt der Sinn eines Tests. Ich habe versucht, den blauen Schalterpalast zu erreichen, aber das war ein richtiger Krampf. Also würde ich das erstmal sein lassen, aber ich werde es später versuchen, je nachdem, ob es jetzt unbedingt notwendig ist oder nicht, werde ich es dann in Abhängigkeit davon später versuchen, das irgendwie doch noch irgendwie hinzubekommen, diesen Schalterpalast zu erreichen. Aber erstmal mache ich mit Level 3 weiter. Los geht's! Let's go! Oh, eine Wüstenwelt, beziehungsweise ein Wüstenlevel. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ah, das können wir auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shell Mario, yes! Und er ist wieder weg. Wie immer. Immer wenn ich mich freue, ist alles immer... Ist die Freude immer nur von kurzer Dauer. Geil. Nicht geil. Gar nicht geil. Und dann besiege ich erstmal den Hammer Bro. Oh, es sind zwei! Fuck. Was ist hier los? Ich nehme doch das Level. Ich nehme doch das Level. Weil ich brauche unbedingt ein Power-Up. Na, okay. Sehr schön. So. Dieser Stretch-Boost, ja? Du hast hier wirklich so eine Mischung aus Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3. Ja, diese Gegner zum Beispiel sind von Super Mario Bros. 2, die hier auch, die von 3 und 1. Ja, es war wirklich eine sinnvolle Mischung. Mischung, das wollte ich sagen. So verwirrend dieser Modus auch ist, so verwirrend bin auch ich. Verwirrt bin ich auch. Oh Gott, kann ich mehr sprechen, ne? Ich sehe erstmal zu, dass ich irgendwie weiter komme, aber ich komme nicht mehr raus. Nein! Gott, oh Gott. Das ist, dieser Modus ist echt die Hölle. Das ist echt ein Hard-Mode. Das ist ein richtiger Hardmode, ich sag's euch. Ein richtiger Hardliner. So. Ist mir scheißegal. Oh. What? Schön, dass ich einen Spin-Jump verwenden kann, aber das bringt mir jetzt nicht viel. So geht's auch. Was ist das denn, bitteschön? Ich hab recht, es ist ein Hard-Mode. Es ist ein Hard-Mode. Das ist richtig übel. Warum? Achso. Hab ich gerade gefragt, warum ich die nicht nehmen kann, aber ich kann sie nehmen. Hab nur die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt. Ich werde hier wahnsinnig. Ich werde hier wahnsinnig. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Nein, nicht schon wieder. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah.
Komm. Let's go! Ich will das Level einfach schaffen. Ich muss es nicht schaffen, weil ich kann auch in die Röhre reingehen und euch die nächsten Level zeigen. Es ist alles freiwillig. Das ist das Gute an diesem Modus. Die Level sind alle freiwillig. Was? Den habe ich gar nicht kommen sehen. Let's go! Okay. Okay, ich muss Ruhe bewahren. Muss Ruhe bewahren. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, ich nehme das. Dann nehme ich das. Und du, ich sag lieber nichts. Hallo? Verschwinde einfach. Ich will da rauf. Hallo? Was soll das denn? Ich warte lieber. Ist besser für die Psyche. So. Mann! Ich will einfach nur noch das Ziel erreichen. Ich will einfach nur... Wisst ihr was? Zum ersten Mal... brauche ich... ein Item. Ein Tanuki. Eine Feuerblume. Ein Pilz. Und... ja, ich denke mal, ich bin damit ganz gut bedient. Ja. Ich denke, dieser Shop hat seinen Grund. So, erstmal ihr. Ist ja kein Cheaten. Das ist ein legitimer Shop, den kann ich nutzen. Und wir kriegen tatsächlich die Karotte von Super Mario Land 2. Das ist sehr schön, aber bringt mir hier in dem Sinne nicht viel weiter. So. Mann. Immerhin, ich bin ein paar Zentimeter weitergekommen. Das ist die Hauptsache. Und ich verwende am besten den Tanuki. Bring mir Glück, bitte. Bring mir Glück. Nein! Du kleiner, verdammter Feuertyp. Mann. So. Wir sind natürlich smart unterwegs. Zumindest jetzt. Ja, ich weiß. Ja. Das kenne ich alles schon. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Oh, die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Das ist cool. Was ist das? Was ist das für ein krankes Level? So, was mache ich? Ja, okay, alles klar. So, und ich mache jetzt Folgendes. Was? Nein! Ich habe den Tanuki verloren. Die ganzen Parts haben es nicht geschafft, mich so tilted zu machen wie dieser eine Part hier. Okay. Haben Sie! Lasst mich in Ruhe! Du kleiner Verdammter, ich sag lieber nichts. Ja, komm. Es bringt zwar nichts, aber komm. Das war nicht geplant.
Das war geplant. Was? Da war das Ziel! Da war das Ziel! Da war das Ziel! Just what I needed! Just what I needed! Oh. Warte. Gut. Gut, gut. Nimm schnell das Power-Up, nimm schnell das Power-Up, nimm schnell das Power-Up, nimm... Leute, ich brauche erstmal eine Verschnaufpause. Das war krank. Das war geisteskrank. Ich werde jetzt nicht dieses Pilzhaus betreten. Nein, das ist der Hard-Modus. Ich nenne es nicht mehr die Hello Mario Engine. Ich nenne es den Hard-Modus. Weil das ist es. Es ist ein Hard-Modus. Es ist geisteskrank. Und diese Geisteskrankheit machen wir beim nächsten Part weiter. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich aufrege, wie ich total tilted bin, wie ich total krank bin, dann hinterlasst den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch weiterhin seht, wie ich mich total aufrege, wie ich total... Uah. Leute, ihr werdet sehen, es wird noch viel, viel schöner. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, weil dieser Modus ist komplett blind. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid dabei. Das hoffe ich. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.